Ja. Was für ein Auto haben wir gekriegt? Sand King, aber den Zweitürer. Und damit sollen wir Krieg machen. Und damit sollen wir auch wohl, ja, kämpfen. Warum nicht Dings? S8 nach Wiesbaden. Guten Tag. Das ist der Bitcoin. Richie, wie sind deine Autos? Wie sind die? Wir haben Dings gekriegt, S-Bahn. Wir dürfen mit S-Bahn hier. Unsere Sandkicks hier. Ja, ich hab die doch ausgesucht, alle. Ja, die sind geil. Das sind ja unsere Lieblingswagen. Das ist ja gar kein Problem. Wir lieben dieses Auto. Das ist ja unser Auto. Das haben wir ja schon immer. Das ist ja die richtige Wahl. Nur ich weiß halt nicht, ob irgendwie dafür, damit irgendwie, Sie wissen schon. Kannst du. Wir haben auch, Bruder, wir haben Dubster. Ehrlich? Ich will nicht mehr dieses... ich find's gut. Ich sag dir, deswegen habe ich und Ali und noch zwei andere ausgesucht, ohne dass wir jemanden gefragt haben, wer welches Auto will. Das sind unsere Autos schon seit 4 Jahren. Das war immer unser Familienwagen. Ich weiß, das haben die Jungs gesagt, deswegen habt ihr die bekommen auch. Das ist eine gute Wahl. Und guck mal, Bruder, ich sag dir unser Auto, Richie, damit du weißt. Ja. Was willst du denn sagen, Alper, dass du dich so meldest in der Schule? Was willst du denn sagen? Wegen, hier, Sand King Viertürer, meine ich. Oder ob das egal ist. Ja, das können wir klären. Nein, das können wir klären. Mr. Bitcoin. Das ist unser Auto und wir haben Dubster. Ey, ich liebe diesen Wagen, ne? Ich hatte den sehr lange, ich bin ein halbes Jahr mit dem Wagen gefahren. Mr. Bitcoin, eine Frage nur. Können wir den... Ich bin aber OC gerade, ne? Was ist OC? Schauen Sie mal, können Sie den als Viertürer, das ist ja der Zweitürer, den gibt es aber auch als Viertürer. Können wir den nur als Viertürer haben? Welcher war denn? Sand King XL oder was? Was ist denn der? Sand King 2, was ist denn das? Nee, kann sein, dass das der XL ist. Ja, genau. Ja, genau, das ist der. Den Frank hat. Frank, was hast du? Was das muss bauen können? Genau, warte, ich guck mal. Der kleinere heißt Sand King XL. Einfach nur Sand King heißt. Das ist Sand King, okay. Ja. Okay, dann ändern wir das. Ja, das ist perfekt. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Gibt es irgendein Auto, was nur du ausparken kannst als Familienauto, wo zum Beispiel, wenn du mal gefahren werden willst, irgendwas, was du haben willst? Ja, ich nötige immer meine Leute hier. Park irgendwas Schönes aus. Ich suche mir dann immer was aus von denen. Die haben alle irgendwas. Also ich brauche nichts. Okay. Ich brauche nichts, wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn dir irgendein Auto einfällt, wo du quasi kutschiert werden willst, so, dann sag Bescheid, dann machen wir dir das rein, dass nur du das ausparken kannst, dann kannst du damit kutschiert werden zum Beispiel. Okay, das hört schon super an. Dann suche ich mir was aus, sag ihm Bescheid. Ich hab da auch was im Kopf, was generell, was du gerne denn? Mal gefahren bist. Aber mir fällt ja nicht ein, diese eine... Dann halt die Fresse, du hast was im Kopf, die fällt schon hinter Hans Maul. Komm mal. Ich will doch nur helfen. Ja, okay, gut, dann haben wir den Viertürer, kriegt ihr davon und dann fahren wir zur nächsten Familie. Weißt du, was der in Reckless für ein Auto bekommt? BMX? Nein. BMX wäre doch gut, guck jetzt. Er sagt, BMX wäre doch gut. Hacking. Oh aber er ist schon cool, Walla, das ist ein cooler Wagen. Das ist ein cooler Wagen, muss man schon sagen. Dankeschön. Das ist richtig so ein Hutwagen. Dankeschön. Hutwagen cool. Und die Leute sagen Familienvaterwagen. Ja, das ist auch irgendwie so. Aber, ja, das ist ja einer, aber als Lowrider umgebaut. Ja, es ist also genau. Kennst du diese Straßenkinder, die klauen von ihrem Vater das Auto und bauen das einfach um? So mäßig. Und weiß, Young and Reckless sind Gossenkinder. Haben die das schon gesehen? Ja, Mateo hat geschrieben, bitte gib mir den Baller 4. Und ich meinte, okay, den Baller 4 bekommt von mir Saduna jetzt. Wer hat denn den Primo bekommen? Den Primo, der ist jetzt frei wieder. Das ist der beste Wagen. Den wollte der Saduna nicht haben. Ich habe den Saduna gegeben, die sagen einfach nein. Primo ist der beste Wagen, den es gibt. Dankeschön. Dankeschön. Breitenberg, hallo. Hallo. Den kann man krass umbauen. Safe. Mein Freund. Herr Breidenberg. Ja, Familienkutsche, Bruder. Wo sind Sie? Ich stehe gerade mit Mr. Bitcoin bei uns am Anwesen. Mit Mr. Bitcoin? Was für ein Zufall. Ja, kommen Sie mal her, der steht hier bei mir in der Einfahrt. Jetzt gerade neu zufällig? Jetzt, ich war ja nicht jetzt unterwegs. Grade. Er steht gerade neben mir. Ach, wer heißt Zufall, ich komme. Breidenberg. Okay, bis gleich. Okay. Ja, dann gibt es noch irgendeine Familie, die gemeckert hat, Ali? Ich glaube nicht, ne. Nein. Noch nichts gekommen. Okay, Richie, wir haben wieder ab. Alles klar. Vielen Dank. Danke, Mann. Kein Problem. Ciao. Wir sehen uns. Hey, Leon, ich schwöre, ich balle dir jetzt die Fresse weg, ne? Der schlägt uns allen. Ich rede mit dem. Oh, Breitenberg. Ja, Mr. Bitcoin ist einfach in Luft. Hat sich in Luft aufgelöst. Der war hier? Ja, ich sag ja, der macht gerade ein paar Sachen so mit dem Fahrzeug. Ja, richtig. Ja, Frank, zeig mal den Wagen, den wir bekommen haben hier, Breitenberg. Zeigen Sie mal, ja, ich bin aber wir müssen hier aus dem Weg gehen. Wir müssen hier aus dem Weg geschickt. Der 7er würde gut ziehen passen, Richie. Ja, gucken Sie doch mal, was wir hier gekriegt haben. Das haben wir seit 4 Jahren. Ist das hier unser. Schauen Sie doch mal. Fantastisches Auto. Sand King, ja. Dieses Ungeheuer? Ja, klar. Den haben wir. Da sind wir schon vor 4 Jahren mit in den Krieg gezogen, Breitenberg. Wirklich? Ja, ja.
Das ist nicht schlecht, sag ich Ihnen ehrlich, wie es ist. Aber ich sag's Ihnen, der 7er da vorne, der würde perfekt zu ihm passen, Cousin. Aber die haben doch allerdings bekommen, Los Santos Imports. Ach so. Ja, ja, ja. Jeden wurden Los Santos Imports gegeben. Weil wir haben ja einen, zeig mal unseren Q8 Breitenberg, zeig mal den Familienwagen von uns. Ja, wie ist das denn jetzt? Können wir nur noch mit dem jetzt fahren? Weil Mr. Bitcoin gerade hier war, also können wir nur noch mit denen jetzt in den Krieg ziehen? Oder? Wir haben schon verstanden. Ich glaube ja. Ja, die Midnights haben so einen kleinen Torfasch. Wir haben auch einen Geländewagen, den Orangen da hinten, den Camacho. Camacho ist Bombe. Finden Sie? Was ist das für eine Art? Ich liebe den Camacho. Hier, gucken Sie, das ist unser Familienwagen. Der hier. Ach, den fahre ich aktuell in Europa. Der ist nicht so gut. Abt, echt? Finden Sie nicht so gut? Nein, der passt nicht so zu. Glauben Sie mir. Der ist nicht jeder würdig. Abt aber sogar. Das ist ein wilder Wagen. Das ist so ein schönes Auto hier. Warte mal, ist das ein SQ7 ist das? Aha, SQ7 Abt. Ja, ja, kein SQ8. Der ist schön. Aber trotzdem, ich sag mal so. Aber nicht zufrieden mit SQ8, wie kann das sein? Da ist gar nicht so gute Verarbeitung drin, wie man glaubt. Audi hat extrem nachgelassen. Ehrlich? Oder ich bin verwöhnt von Mercedes. Ja. Das Lenkrad ist so sehr hartes Leder, allgemein Armaturenbrett, sehr hartes, dünnes Leder. Es ist fast schon wie eine Plastikschicht, nur überzogen. Es sind viele Sachen, die wo wirklich gespart wurde, das merkt man. Wenn Sie zum Beispiel in einem ordentlichen Mercedes sitzen, sei es S-Klasse oder was, ist egal welches. Ne? Die merken allein am Lenkrad, jedes Mercedes-Modell hat ein besseres Lenkrad, einen besseren Lenkrad als S-Klasse. Aber was kostet der SQ8? Der kostet 100, wie viel? 160, 180, was kostet das Ding? Der ist doch... Der ist teuer. Aber man muss sagen, der Motor von Audi ist stärker als der von Mercedes. Ich habe einen Freund, was kostet der SQ8? 63. Ich war am SQ8, wir haben beide Vollgas gegeben, wir waren gleich schnell auf 100. Und dazwischen liegen 200 PS. Ja, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, oder? Ja, vor allem der Preis, weil der SQ8 kostet eine Stange Geld, Alter. Mhm. Und dann kriegst du Qualität schnell verarbeitet. So gut ist er wirklich nicht. Also man merkt am Leder etc., die haben gespart, leider. Wahnsinn. Am Preis wurde aber nicht gespart, ne? Levin. Auf gar keinen Fall. Das Ding ist teuer, wirklich teuer. Sehr gut, sehr gut. Also wenn Sie die Sitze angucken, die sind dünn, die sind nicht so gut. In den Sitzen gucken noch Metalldinger raus, wo man die Kindersitze befestigen kann, aber so richtig hässlich gemacht. Also wirklich, da bin ich Besseres gewöhnt von Mercedes. Also Liebe zum Detail, vollkommen fehlgeschlagen. Ja, ja. Detailarbeit ist bei Audi Schrott. Wahnsinn. Leider. Naja, aber designtechnisch ist halt sehr schick, ne? Es ist sehr geradlinig, es gefällt bestimmt sehr vielen, wirkt aufgeräumt, das hat schon was. Wie sieht es auf der Rückbank aus? Kann man da gut vögeln? Hat man da Platz? Also für eine Nase Koks reicht es immer auf der Rückbank, oder Codein? Ja, aber die kann ich sogar im Laufen, da brauchst du nicht mal eine Rückbank für. Das stimmt, ist bequem hinten, kann man sitzen. Ja, das ist gut. Richie, ich bin hier wegen dem Schrottplatz und dem Schwarzmarkt. Ja. Wir brauchen da irgendwo eine Art Zusammenarbeit. Zwischen unserem Schwarzmarkt und dem Schrottplatz, richtig? Richtig, der Schrottplatz verkauft die kleinen Dietriche, ihr verkauft die großen, richtig? Richtig. Ihr verkauft ja auch noch Aktenchanger, soweit ich weiß. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen, die man eventuell für Autodiebe benötigen kann. Ja, eventuell, ja. Ich hätte gern, dass der Schwarzmarkt und der Schrottplatz sich gegenseitig ein wenig unterstützen. Mhm. Nimm die zum Beispiel beim Schotthandel sagen, dass die Leute eventuell immer auch Ausweis vorzeigen müssen, damit sie Aktenchanger benutzen. Oder die Autodiebe Aktenchanger benutzen. Sie haben ja Raubanzüge, Aktenchanger und große Dietriche. Die großen Dietriche müssen teuer sein, die kleinen etwas günstiger. Schauen Sie, wir können das ganz einfach machen, Breitenberg. Da sowieso die Leute mit dem Schwarzmarkt hier in dieser Stadt nie was angefangen haben und Sie wissen, wir haben den Schwarzmarkt jetzt, keine Ahnung, 1,5 Jahre lang. Ja. Wir hatten den immer und ich sehe natürlich, wer wie was zu seinem Vorteil nutzt und die Kreativität bei den Leuten ist halt gleich null teilweise. Leider. Deswegen können wir natürlich auch exklusiv nur an die Herren vom Schrottplatz liefern. Das macht für uns keinen Unterschied. Wir können die ganzen Produkte, die für die Herrschaften interessant werden, können wir direkt exklusiv nur an die liefern. Ja, jeder, der die von uns will, die verweisen wir an den Schrottplatz, haben wir nichts mit zu tun. Warten Sie, wollen Sie mir sagen, die anderen Familien arbeiten nicht mit euch? Die kaufen nicht am Schwarzmarkt ein? Frank, was kaufen die mal ein? Wie viel Einkaufen? Die haben nur Schweißgeräte gekauft. Sonst was war's? Also Schwarzmarkt war nur für Schweißgerät für die Leute interessant. Ansonsten haben die mit den Aktenchanger machen die nichts. Gar nichts. Ab und zu mal, ja. Ab und zu, wenn Sie verstehen. Also bin ich euer bester Kunde gewesen. Sie haben zwar nie bezahlt, sie waren aber...
Doch, ich habe 2-3 Millionen schwarz, habe ich hier gelassen. Ich weiß noch. Aber ja, sie waren einer von einer Handvoll Leute, die diesen Schwarzmarkt genutzt haben. Ja, das stimmt. Aber das ist doch traurig, Richie. Natürlich. Und wie gesagt, das liegt da, das Zeug, egal ob es ein Alarm ausmachen ist und von allein den Namen ändern, das ist ein Ding, das nutzt niemand. Muss ich mal überlegen. Ja, aber warum auch? Weil die Leute gar nicht richtig ermitteln. Wozu den Namen ändern? Die Leute machen ja nichts. Das benutzt man höchstens für meine Zivis, damit sie nicht hingerichtet werden. Bitteschön. Ja, so traurig. So darf das doch gar nicht sein. Da brauchen wir jetzt irgendwas für ein richtig geiles Produkt oder eine vernünftige Base, mit der der Schwarzmarkt arbeiten kann. Was brauchen Sie? Was wollen Sie haben? Also, meine Leute haben sich ein paar Gedanken gemacht vor ein paar Sachen. Die wurden auch schon weitergereicht. Abgelehnt. Abgelehnt worden. Was waren das für Sachen? Das können wir mal zukommen lassen, wenn Sie wollen. Da können Sie es mal durchlesen. Frank, machst du das? Ja, ich glaube, Levin hat noch die Liste. Ja, genau. Von den Sachen, die wir da eventuell. Weil wir wollten den Schwarzmarkt ankurbeln. Hey, guck mal, der hinter. Ey, komm mal her. Coachella Festival oder wie heißt das? Cocorocho. Komm mal her, du da hinten. Hey, wie siehst du aus? Guten Tag, Herr General. Zieh mal dein Oberteil aus. Zieh mal dein Oberteil aus. Ja. Was im Swingerclub warst du gestern ab? Guck, was hast du denn da für Neonfarbe da an dir dran? Das ist, keine Ahnung, sah gut aus. Warum hat der goldene Henna-Tattoos? Ja, das frage ich mich auch, Alter. Warst du auf irgendeinem Hausfestival irgendwo in der Wüste? Nein. Meine Mutter hat das mir damals draufgemalt, weil die meinte, dass ich ein Chiquito bin und Chiquitos tragen sowas, meinte sie zu mir. Ich bin ein mexikanischer Urstamme. Genau. Ah, das ist so traditionelles Zeug. Genau. Gut, da zieh dich natürlich wieder an. Das sieht eher so aus, als wäre in Berlin Pitcat gewesen an der Stange getanzt. Ja, sag ich ja. Okay, warten Sie mal. Ich habe eine Idee. Ich habe noch etwas beim Schrottplatz, zwei Sachen, die kommen. Jetzt kommt als erstes ein Event für Autodiebe. Wir wollen sowieso die Autoschieberbanden hier in dieser Stadt ein wenig pushen. Vielleicht können wir das sogar gemeinsam machen, indem wir eine kleine Geschäftsbeziehung eingehen, Sie und ich, für den Schrottplatz, mit dem Schrottplatz zusammen. Das beim Event, dass wir Sie da mitmachen lassen, dass wir die Autoschieberbanden pushen. Ich schaue, dass das PD ein wenig spitz kriegt und auch anfängt zu ermitteln, damit das Ganze auch hin und her geht, ein bisschen heiß ermittelt wird. Der Schrottplatz, der kriegt noch GPS. Die GPS sind da, um Autos zu orten, damit sie nicht geklaut werden können. Wir werden natürlich auch viele Familien benutzen und der Staat benutzen zum Ermitteln. Vielleicht können wir das so machen, dass sie auch exklusiv dann über den Schrottplatz, die als Strommänner benutzen, ihre Sachen da verkaufen und dass wir dann das GPS-Gerät im Schwarzmarkt deponieren. Was halten Sie davon? Das hört sich auch gut an. Das ist dann mal ein Plan. Weil wie gesagt, wir sind komplett offen, Breitenberg, mit dem Schwarzmarkt. Und wie gesagt, wir können da auch können den Schrottplatz komplett für alle Geschäfte in Zukunft nutzen. Ja. Dass alles, was Schwarzmarkt angeht, wir sozusagen die Zulieferer für den Schrottplatz sind. Richtig. Die könnten alle unsere Produkte mit anbieten und könnten einfach die Bestellung bei uns aufgeben, die dann von Frank bekommen. Die kriegen es natürlich für einen sehr guten Preis und können dann noch da ihren Gewinn dran machen. Dann würde ich nämlich dieses GPS-Ding mit Ihnen teilen, weil ich glaube, das wird ein richtig großes Ding, also sehr wertvoll auch für Familien. Der Staat ermittelt schon langsam gegen den Schrottplatz, weil man dort auch Schwarzgeld verdienen kann. Und dann können Sie ja dran partizipieren, das wäre doch super. Ja, wir sind offen für alle Geschäfte, sehr gerne. Aber dass Sie eins wissen, also dieser Schrottplatz, das ist ein privater Aspekt von Breitenberg und Breitenberg ist auch bei Kali, also ich trenne das sehr strikt. Wenn jetzt Cousins und Kali im Krieg sind, heißt das nicht, dass ich ihr Geschäft beim Schrottplatz kaputt mache oder mich da einmische oder irgendwie, dass wir das außen vor haben. Verstehen Sie? Den Schwarzmarkt behandeln wir auch immer schon seit Tag 1 sehr neutral, deswegen haben wir den auch so lange. Egal mit wem wir im Konflikt sind oder wenn die was brauchen, die kriegen trotzdem alle ihr Zeug, also das haben wir auch immer getrennt. Okay. Ja, sehr perfekt, wichtig. Weil genauso mache ich das mit dem Schrottplatz, weil der Schrottplatz, da kriegt man ja auch Metall, da kriegt man Schrauben, da kriegt man Pfandflaschen, Plastik, alles raus, Geld ohne Ende. Und ich will, dass jede Familie die Chance hat, das Ding zu benutzen und ihre Vorteile draus zu ziehen. Ja, das ist gut. Neutrales Business ist immer gut. So handeln wir das auch mit dem Schwarzmarkt. Animal Maxi, danke für alles. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir gemeinsam den Schrottplatz besuchen. Ich sage den Männern drüben, die sollen sich schon mal bereit machen. Sie suchen sich einen Zeitslot aus, einen Termin. Und dann stellen wir uns gegeneinander ein wenig vor und schauen, dass wir da anfangen zusammenzuarbeiten. Ja, sagen Sie Bescheid, Breitenberg. Sagen Sie wann, dann fahren wir da gerne hin. Wann Sie möchten. Also es sind einige von denen wach. Ja, wenn nicht, fahren wir jetzt schnell hin, ist kein Problem. Ja? Gut, dann lassen Sie uns in 5 Minuten beim Schrottplatz treffen. Ich organisiere die Leute. Alles klar, dann komme ich mit meinen Leuten dahin. Gut, bis gleich. Wunderbar, bis gleich. Was ist passiert? Wir wollten Waffen kaufen gehen oder einen Deal und dann wollte deren Server, dass einer von uns bellt.
Sonst kriegen wir keinen Deal. Und Stefan wollte, dass wir bellen. Genau, wir sind dann weggegangen. Rabbit hat sich witzig gefunden, der dachte, wir lachen oder so. Genau, also er wollte jemanden sozusagen demütigen, damit wir einen Deal kriegen. Also Rabbit hier. Haben wir nicht gemacht und dann meinte er, wenn sie wach sind, sollen sie ihn anrufen, weil sonst redet er nicht. Sehen Sie mit der West aus. Ich kann nicht, ich muss gleich den komplett schlafen gehen, also komplett, komplett. Aber Richie, darf ich die Maske anhaben? Ich hab nur die von Schimmer. Ja, frag, Bruder. Ich ruf ihn mal an. Sag, Bruder, jetzt. Ja, darf ich die Maske immer anhaben? Die hat Schimmer an. Wenn's immer, wenn's ein Markenzeichen ist, ja, Bruder. Ja, ja, immer, immer. Das ist genau das Ding, für das zu bestätigen. Dann darfst du, Bruder, jetzt. Oh, meine Rocky-Maske. Frauen wollte ich fragen, bei uns mit den Haaren, ist es ein bisschen problematisch mit der Maske, wie ist es da? Nein, nein, Frauen, sucht euch eine schöne Maske aus, was ihr wollt. Vielen Dank. Ja, nice, dann hab ich nur geändert. Meine Hockey-Muske. Geht niemand von denen ran? Und der hat echt gesagt, bellen? Ja, ja. Er dachte, der ist witzig generell. Er dachte, er merkt die Lachen oder so. Keine Ahnung. Ich hab halt, mein Markenzeichen ist Hasenmaske, weil ich heiße Rabbit. Und der meinte, Rabbit wollte einen Deal. Ich so, ja, natürlich. Und er meinte, okay, dann komm nach vorne und bell einmal. Und dann habe ich gesagt, nein. Und wir haben doch schon längst einen Deal. Was, alles klar, warte mal ab, warte mal ab. Und dann hat er gesagt, ich soll miauen. Alles gut. Alles gut. Ja, am Ende wurden wir auf jeden Fall weggeschickt und dann haben wir gefragt, ob wir wenigstens Waffen schon mal kaufen können, weil wir keine haben. Dann meinte er nein. Und wer ist denn noch von diesen? Die ich angerufen habe, sind nicht wach. Ey, bevor ich alles raushole, gib mir mal eine Nummer von irgendeinem von diesen Geschäftsnummern, bevor ich behindert werde. Ja. Ich glaube 50-50 bis 70-70, also 55-60 und 70-70. Also von Ali 70-70? Fick ich, da musst du hier bellen in dieser Bastardstadt für Waffen. Die hatten doch in der Zeitung was geschrieben, dass man die anders erreichen muss. Wie denn? Nee, 322 Dispatch, Skull and Bones. Das ist schon vorbei. Normale Schicken? Nur einen Tag. Achso, okay. Nee, über die Dispatch-App. Also ganz unten. Ja, schick mal ein Dispatch, ich will mit einem reden hier. Okay, Moment. Walla, Billa, Chat, bevor ich alles raushole, guck mal bitte. Die Leute sollen bellen und werden weggeschickt, wenn die Waffen kaufen. Walla, man kämpft hier mit paar Waffen jede Woche. Walla, was ist das? Dürfen wir jetzt eigentlich noch mit dem Audi fahren oder gar nicht mehr? Ja, doch, dürfen wir. Nur nicht in Krieg anscheinend. Okay. Ich check das auch nochmal, aber ich denke mal. So, mach mal die Kolonne ready, bitte, mit den Audis, Zweierbesetzung. Bitte aufstellen draußen auf der Straße. Auf geht's. Ist es hier? Keiner steigt aus. Hier. Wir packen hier. Aussteigen. Tschüss. Ich bin einfach hierher gefahren, Bruder. Ich hab mich mal geguckt. Er hat mir von hier geschickt. Ihr braucht keine Reihe machen. Macht keine Reihe. Kommt einfach mit. Kommt. Eine Familie, Patron? Das werden wir gleich erfahren, ich weiß. Mal schauen. Fratello, Fratellis. Es ist der Gespräch für die Innenstadt bei Breitenberg und Jim Street. Oder was auch immer du gesagt hast, mein Freund, ich bin ganz bei dir, Bruder. Folgen Sie mir einfach, Senior. Guten Tag. Nee, ey, macht ihr gar keine Aufstellung, falls wir hier beobachtet werden. Stellt euch hier doch entspannt hin, wir sind doch hier Kunden. Hier, lauft bis rum, lehnt euch da an, alles gut. Sehr schön. Startplatz, ihr könnt euch auch ein wenig verteilen. Mit der Tarnung entsprechend. Setzt euch hin, genau. Macht eine Kaffeepause. Wir haben einen ganz normalen Besuch, die Leute erkundigen sich hier nur. Ganz genau. Wie geht's Ihnen, Richie? Ja, wunderbar. Hab jetzt die Familie gepackt, hab gesagt, komm.
lernen wir mal die Leute hier vom Schrottplatz kennen. Wer ist denn hier der Verantwortliche? Wer ist denn hier sozusagen der Höchste von dem breiten Weg? Ich. Wer bist du? Sie sich vor mit Namen. Mein Name ist Jim Street. Jim Street. Genau. Und wer ist dieser Italiano hier? Ich bin Gianluca Caprello. Ich bin zur Sicherheit von Jim Street hier. Er ist der Pressesprecher, der offiziell nach außen quasi wie der Geschäftsführer wirkt und einen Strohmann darstellt. Der Italiener. Richtig. Genau. Italiano. Gut. Richie, die Männer hier haben eine Sondererlaubnis vom Staat, Masken tragen zu dürfen. Wir achten darauf, dass keiner weiß, welche Zivilisten hier wirklich arbeiten und welche nicht und wer hier in welcher Position tätig ist, damit die Tarnung gewahrt bleibt. Natürlich wird der Staat irgendwann rausfinden, dass hier auch illegale Geschäfte vollzogen werden, dass es ein Umschlagsplatz ist, aber sie werden nie wirklich rausfinden, wer was verkauft, wer was macht. Okay, also bist du gar nicht Jim Street. Nee, das ist nur ein Deckname. Also hast du mich angelogen, direkt bei unserem ersten Treffen, wo wir Geschäfte machen wollen. Warten Sie, behalten Sie das hier einfach für sich. Und jetzt ist die Tarnung aufgeflogen, er ist direkt beim ersten Gespräch. Nee, er ist wirklich Jim Street. Oh. Ich hab es doch verraten. Aber was war denn dein Plan jetzt? Ich verstehe nicht. Also du bist ja doch Jim Street, also war es doch kein Deckname. Ja, Romano, das war gerade einfach so zu sagen, dass du nicht jeder das irgendwie mitbekommt, deswegen. Okay, ja, jetzt bist du wieder sympathisch, jetzt gefällt es mir wieder. Sehr gut. Hat Breitenberg schon ein bisschen was erzählt? Ja, also ich bin definitiv interessiert an dem Geschäft. Da kann man sich bestimmt drauf einigen. Schau, bevor wir weiterreden, alles läuft nur über Breitenberg. Breitenberg ist mein Kontaktmann. See, alles gut, Armano. Du klärst deine Sache mit Breitenberg und ich klär meine Sache mit Breitenberg. Ich habe gesagt, ich biete euch den kompletten Schwarzmarkt, den wir haben, exklusiv an. Ihr könnt alle Teile vertreiben, on top zu euren Geschäften. Wir werden uns da hinsetzen, werden uns einen Preis überlegen, so dass ihr durch den Weiterverkauf natürlich euer Hack verdient. Breitenberg, ja. Sie haben vermittelt. Wollen Sie nicht auch einen kleinen Prozentsatz an den ganzen Geschäften hier mitverdienen? Alles gut, ich muss kein Geld verdienen. Ich habe in 5 Jahren noch nie Geld verlangt, egal was ich getan habe. Ja, ich brauche auch kein Geld, aber das, sag mal, wenn wir es nicht brauchen würden, dann könnten wir auch wieder nach Hause fahren jetzt. Richie, Sie und ich, wir haben hier was ganz anderes. Wie ich das sehe, können wir hier Aufschwung bringen für den Schwarzmarkt. Wir können die Autoschieberbanden fördern, wir können Events veranstalten, wir können sehr, sehr viel Geld umsetzen. Und Richie, wenn Sie mal irgendwas brauchen, ein Auto aufgeknackt, irgendwie ein Dietrich, irgendwie jemand, der vorbeikommt, ein Zivilist, der ja, schnell wieder was verschwinden lässt, dann können Sie diese Leute hier kontaktieren. Und genauso mache ich das auch. Der Mehrwert hier an diesem Stadtplatz ist für mich die Möglichkeit, nicht das Geld. Okay, das ist doch eine Antwort. Gut, da verdient Breitenberg nichts. Ich biete Ihnen das an. Wie gesagt, Breitenberg, wir kennen uns schon lange. Wir haben schon viele Geschäfte miteinander gemacht. Er hat mir das mit euch hier erzählt. Der hält sehr viel von euch. Wir haben den Schwarzmarkt seit 1,5, wenn nicht sogar schon 2 Jahren. Diskretion ist immer das Wichtigste. Das ist außer das eine Mal, wo Breitenberg mich bei den Bullen verpfiffen hat, dass ich den Schwarzmarkt habe. Das habe ich wirklich nicht. Kennt sich daran erinnern, Breitenberg? Ja, ich erinnere mich. Wir halten das sehr diskret und wie gesagt, Breitenberg meinte, dass ihr das auch gut macht. Da wir uns in Zukunft und auch in der Vergangenheit immer natürlich auf unsere Routen oder Schwarzmärkte und was wir dann noch so haben, konzentrieren wollen, können wir dieses Schwarzmarktgeschäft euch abgeben. In dem Sinne, ihr könnt bei uns alles bestellen für den EK-Preis. Wir liefern euch das und ihr könnt das weiterverkaufen. Wir werden die Teile nicht weiterverkaufen, nur ihr. Ja, okay, das ist schon mal gut. Wir bräuchten nur einmal, oder ich würde nur gerne mal wissen, was ihr denn so alles verkauft. Sind denn hier alle vertrauenswürdig, auch die Leute von dir, die rumstehen? Sagen Sie mir das mir einfach erstmal privat. Dann. Moment, wie jetzt? Ich bin sozusagen aktuell einer der Einzigen. Doch, ich vertraue meinen Jungs zu 100%, das ist selbstverständlich. Wissen Sie, aber ich bin der Einzige, der aufs Lager Zugriff hat, der auch die Sachen rausgeben wird. Jim Wallet war Ihr Name, ne? Wie bitte? Jim Wallet. Genau. Ciao, Jim. Reed. Sie können mich auch gerne Jimmy nennen. Ich komme aus Hamburg, ja. Und ich hatte damals, ich sag mal, einen Mentor. Das war eine große Kiez-Persönlichkeit, ein Zuhälter. Der hat mir mal eine Sache gesagt. Vertrau keinen Leuten,
mit Engelberten Straußhose und Stahlkappenschuhen. Das hat er mir früh schon gesagt. Ja, schau, schau, bleib ruhig. Das hat er mir ganz früh, als ich ins Milieu eingestiegen bin, gesagt. Vertraue niemals Leuten mit Stahlkappenschuhen und Engelberten Straußhosen. Jetzt steht ihr natürlich alle hier mit Engelberten Straußhosen und jetzt sagst du mir auch noch, du weißt nicht, ob du deinen anderen Leuten dir vertrauen sollst, dass ich dir meine Geschäfte ins Auflüstern soll. Breitenberg, also. Ich vertraue den Leuten und ich vertraue Jim und es gibt eine strikte Anweisung. Nach unten hin gibt es quasi Informationsgates. Nicht jeder darf alles wissen und nicht jeder wird alles erfahren. Das ist eine interne Schutzmaßnahme. Das ist auch, um die Leute selber zu schützen. Deswegen haben wir auch das mit den Masken. Wird einer jemals erwischt, wird das PD nicht herausfinden können, wer wirklich was verkauft hat und wer nicht. Es wird immer auf jemand anderen geschoben. Ich sag jetzt von gleich... Diese Info, sehr, sehr gut erklärt. Pass auf, diese Info, dass wir diese Geschäfte unter uns machen, wird meine Familie nicht verlassen. Das heißt, Breitenberg ist natürlich auch zu seinem Vorteil, er wird diese Info auch nicht weitergeben. Richtig. Hoffe ich mal. Ja? Das heißt, dann haben wir noch den italienischen Bodyguard hier neben dir. Wie sieht's da aus? Sie, Premiere, Presse, erfährt nichts von diesen Gesprächen. Das Gute ist, wenn der eine Aussage macht, die versteht ihn eh nicht. Also deswegen, der Risiko ist auch ausgeschlossen bei dem Bruder. Das heißt, du musst noch intern deinen Leuten da alle 100% vertrauen und dann, ja, denke ich mal, steht unseren Geschäften nichts im Weg. Wir wissen, dass der Schrottplatz ein illegales Business ist, getarnt als ein legales. Sehr gut. Der Mann hier vertritt den legalen Aspekt und der Jimmy hier die illegalen. Es ist aber wichtig, das auch so für den Schrottplatz und das einmal zu verstehen. Ihr seid jetzt dafür zuständig, den Schwarzmarkt weiter voranzubringen und in erster Linie, auch wenn der Schwarzmarkt Probleme bekommt, die Probleme in Kauf zu nehmen und auf euch zu ziehen. Ihr habt die Aufgabe von mir, die Cousins zu beschützen und ihnen die Tarnung zu geben, die sie brauchen. Deswegen fungiert ihr nach außen als Strohmänner, wenn ihr das verstanden habt. In dem Augenblick, wo wir das Geschäft eingehen, habe ich mit dem Schwarzmarkt nichts mehr zu tun, außer dass wir euch beliefern damit. Alles, was sie benötigt. Jemand wie Frank hinter mir, das ist der Herr mit dem Toupet. Alles ist jederzeit verfügbar, wenn ihr da was habt. Wenn ihr da über Preise reden wollt, Anzahl, alles kein Problem. Ja, die Leute setzen das rund um die Ohren. Warte kurz, warte kurz. Gehört der Herr dazu euch mit dem Anzug? Ich glaube, das ist ein Geschäftsmann wegen dem Dispatch. Achso, okay, okay. Warte, wir müssen fragen. Sir, bist du einer von den Geschäftsmännern? Sie, ja. Okay, dann darf er natürlich hier dabei bleiben. Die Geschäftsmänner sind auch noch nicht voll und ganz eingeweiht, was hier wirklich passiert. Das wird noch kommen. Und eins der größten Errungenschaften des Schrottplatzes wird es sein, dass wir diese GPS-Module kriegen. Die sind schon zugesichert. Die sind gerade in Anfertigung, in der Entwicklung. Nun, damit ihr es mal verstanden habt, ein GPS-Modul könnt ihr nicht nur an euer eigenes Auto anbringen, um euer Auto zu finden, falls es geklaut wird. So werden wir es nach außen verkaufen. Sondern der pfiffige Mann, der pfiffige Familienliederschafter wird auch wissen, dass er damit andere Familienfahrzeuge verwanzen kann. Was euch Vorteile auch im Krieg bringt. Sehr interessant. Dass ihr Bescheid wisst. Es sind viele Sachen, die hier noch reinkommen. Wir haben Möglichkeit, hier jede Ressource, jeden Rohstoff der Stadt zu produzieren. Sei es Metall, Blech, Schrauben, Plastik etc. Die Pfandflaschen werden im Warehouse produziert. Die beliefern wir mit Plastik aus den Autos, die wir schlachten. Und die machen daraus Pfandflaschen. Und dann haben wir alles, um Batterien, Waffen, Munition und Aufsätze zu produzieren. Alles aus einer Hand. Dieser Schrottplatz ist hier, wenn man den wirklich benutzt, sowas wie eine multifunktionale Route. Sehr interessant. Das sehe ich. Sehr interessant. Also, wie gesagt, wir sind gerne für das Geschäft bereit. Ich denke, ihr werdet das gut machen. Ihr seid genau in dem richtigen Milieu, wo die Produkte, die wir euch anbieten, auch Sinn ergeben und ihre Anwendung finden. Wir haben natürlich einiges auf Lager. Das werdet ihr in einem persönlichen Gespräch nochmal erfahren. Und wir haben sehr viele Dinge für sehr spezielle Anwendungen. Ja, und ich denke... Wenn ihr euch jetzt in diese Materie hier reinbegebt, werdet ihr einen guten Absatz machen, was die Sachen angeht. Sehr schön. Versucht auch die Cousins in anderen Bereichen zu unterstützen. Und das erste große Event, was wir hier veranstalten werden, die Kopfgeldjagd auf besondere Fahrzeuge, die machen wir auch gemeinsam. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann Frank, tauschst du die Nummern aus mit dem Herrn? Haben wir bereits. Okay, wunderbar. Senior Rich, ich habe eine Frage. Und zwar gibt es auch legale Geschäfte, an denen Sie beteiligt sind, dass man quasi, wenn die Öffentlichkeit uns fragt, wieso wir mit euch in Verbindung stehen, irgendwas, habt ihr ein Geschäft, irgendwas, was ja, legal ist? Ja, also wenn die Leute fragen, woher das Geld kommt, das ich habe, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich bin selbstständiger Pornodarsteller, sehr erfolgreich.
ich sag Ihnen, dass vom finanziellen Aspekt machen Sie sich da keine Sorgen. Ich bin wirklich, ich war in der Videothek ein Schlager auf VHS. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Vertell euch, es geht darum, welche Verbindungen wir haben könnten zusammen. Für pornografische Verbindungen auf einem Schrottplatz. Ja, vielleicht haben wir mal zusammen gedreht. Wir beide gegen zwei italienische Damen. Aber das ist doch kein Problem. Das, finden wir schon eine Lösung. Mach dir doch keine Sorgen. Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf, Richie. Ja. Wenn Sie ein Business aufmachen würden, sowas wie die Schmelze oder wie... Das Animas gehört mir doch. Das Animas gehört mir doch. Das Kaffee gehört mir doch, Breitenberg. Ich wasche Animas. Ich wasche übers Animas, meine Herren. Mein Gott. Und was, was hat das Animas? Ist das eine Shisha-Bar? Eine Shisha-Bar, richtig. Könnten doch quasi Plastik hier kaufen, angeblich, und daraus Mundstücke anfertigen. Wir werden irgendeine Verbindung herstellen, ja? Das ist eine gute Idee. Mundstücke. Jochen, der Herr hat schon recht, der Pressesprecher, unser Gianluca. Der will nur eine Tarnung haben, falls ja, das ich finde es ja gut, ja, hier ja. gesehen wurde. Ja, ich finde es gut. Finde ich gut. Mit Animas, werde ich Sie auch in Verbindung bringen, Ricardo. Und dann können Sie da mit Memoli, das ist der CEO, vielleicht wissen wir der Kommunikation zwischen euch, weil der redet auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen wirres Zeug. Falls Sie mit Memoli nicht klarkommen, einfach mir nochmal Bescheid geben. Ja, dann werden wir da auch eine Verbindung herstellen, aber das bekommen wir hin. Sehr schön. Aus Glas, Plastik und Blech kann man Shishas herstellen. Das passt perfekt. Das, liegt, okay. das ist die perfekte Tarnung. Breitenberg, noch eine Sache. Gerne. Über die müssen wir natürlich reden. In dem Schwarzmarkt gibt es natürlich eine sehr interessante Sache. Und das sind natürlich Waffen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ja, die sind nicht welche für dich. Waffen? Denkst du, ich gebe dir jetzt meine Waffen? Was ist denn mit dir? Soll ich mich ausziehen? Was soll ich machen? Willst du meine Autoschlüssel? Ich habe dir gerade mein ganz schwarzes. Jetzt willst du meine Waffen auch noch nehmen. Breitenberg. Ja. Wer will mich abrecken? Jetzt will er mich abrecken. Nein, ehrlich, jetzt will er mich abrecken. Ich habe ihm meinen ganzen Schwarzmarkt gegeben. Ich sag, was? Jetzt, das hört sich aber gut an. Sag mal. Ja, Waffen klingen ja auch immer gut, ne? Ja, bei den Waffen nur Folgendes. Ich habe natürlich diese Waffen anvertraut bekommen. Weil ich sag mal in der Woche nur ein gewisses Kontingent an Waffen an reine Zivilisten gehen darf, okay? Ah. An reine Zivilisten. Ihr seid keine reinen Zivilisten. Ricardo ist kein reiner Zivilist. Ja, die ganzen Kaffeeleute sind keine reinen Zivilisten. Ich rede von reinen Zivilisten. Leute, die unabhängig in der Stadt unterwegs sind. Da könnten wir natürlich, die Waffen müssen natürlich in unserer Obhut bleiben. Also wir müssen das weiterhin kontrollieren, weil da kann natürlich Unfug betrieben werden. Ja. Ich könnte theoretisch Breitenberg 10.000 Waffen jetzt aus meinem Schrank holen und könnte hier Krieg anrichten. Aber dann, wenn wir natürlich Auflagen haben und das hier mit Ordnung machen, können wir die Woche 30 Waffen davon rausgeben. Okay? Das sind sehr starke Waffen. Das ist kein Müll. Ja. Sind das zufällig diese Keramikpistolen? Richtig, ganz genau. Die kommen von uns. Ah, jetzt verstehe ich. Genau. Wir sind sozusagen Waffenhändler und keiner kann uns die Route fordern. Das ist immer der Vorteil. Das sollte Mr. Bitcoin erfahren, glaube ich. Da, schau mal, Breitenberg, ich hab ihn 3-4 Tage versucht anzurufen wegen dieser Sache. Ne? Da hattet ihr sogar noch die Route. Und dann wollte ich sagen, schau mal, lasst uns zusammenarbeiten, blabiblub. Ich habe 3-4 Tage keine Chance gehabt, ihn zu erreichen. Ich kann sie mal erreichen, Butchie. Nee, da waren sie ganz woanders unterwegs, Breitenberg. Da waren sie auch nicht zu erreichen. Ach, hab da ich war doch ich im Schoß einer jungen Dame verfallen. Richtig, richtig, richtig. Ich war auf der Suche nach ihnen, sie waren auch nicht da. Ja, ich war auf der Suche nach dem Piratenschatz, One Piece. Ja, ich habe gehört, sie haben ihn sogar gefunden, erfolgreich. Ich habe die Grand Line gefunden, richtig. Sehr stark, sehr stark. Glückwunsch nochmal. Butchie, was brauchen Sie für Munition für diese Keramik? Die biete ich auch an. Die biete ich auch an. Das ist spezielle Munition, ja. Auch aus meinem Schwarzmarkt. So. Dann müssten Sie aber, also wenn das so verantwortungsvoll ist, dieses Geschäft, was Sie, von dem Sie reden, und das scheint mir auch so, dann müssen wir eine Methode finden, wie die Leute hier ankommen, irgendwelche bestimmten Wörter sagen und dann auch zu Ihnen weitergeleitet werden, eventuell in Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden. Zum Beispiel. Was wir auch machen können ist, wenn ihr Leute habt, denen ihr vertraut, gute Leute, und das müssen gute Leute sein, wir dürfen nicht am Bullen verkaufen, könnt ihr bei Frank auch anfragen, wenn ihr versteht. Hey, wir haben hier Leute, wir haben Kundschaft, für jede vermittelte Keramikpistole kriegt ihr dann auch noch euren Obolus da. Gut, das können die machen. Ja, das ist, denke ich mal, ein Deal. Wir werden euch ein Exemplar zukommen lassen, okay?
Dieses Exemplar ist nicht zu verkaufen. Das gebe ich dir als Exemplar zum Darstellen. Achso, ich habe die gar nicht gesehen. Ja. Und Munition, da kannst du es den Leuten auch mal vorführen. Diese Waffe darf nicht verloren gehen und darf nicht verkauft werden. Wer ist er? Auf dem Moped? Gib den mal auf dem Moped weg. Vielleicht das machen unsere Männer. Okay, dann haben wir das doch. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Aber eine Frage hätte ich noch zu den Keramikpistolen. Natürlich. Kann man bei den Waffen erweitert und sowas draufpacken? Yes. Erweitertes Gewicht? Ah, okay. Gar nicht. Was kann man? Gar nichts. Nein. Aber die hat schon 12 Schuss von Haus aus. Okay. Die hat auch eine Range wie eine Fuffi. Also. Wirklich? Ja, die ist echt weit. Und die geht nur an Zivis? Ja, wir haben, also, wir müssen da wirklich vorsichtig mit umgehen, Breitenberg, verstehen Sie? Die ist nicht ohne die Pistole. Wenn wir die jetzt hier fluten würden, da hätten wir Salat hier. Ja. Das ist eine große Ehre, dass man ihnen diese Waffen gegeben hat. Das sage ich Ihnen ehrlich. Respekt. Ich habe die schon sehr lange, ich sag nur nichts. Das gefällt mir sehr, Richie. Ja. Ich glaube, der Shortplatz kann auch einiges von Ihnen lernen. Ja, Diskretion ist das Wichtigste. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Und verärgert Breitenberg nicht, sonst verpfeift er euch, ja? Seid immer gut zu ihm. Sonst, wenn ihr Breitenberg verärgert, dann ist das ganze Ding dicht. Kommst morgen her, ist Wüste hier. Ne? Also, immer nett sein. Das ist das einzige Erfolgsgeheimnis. Dann kriegt jetzt keine Regel, mein Freund. Richtig, das so sieht's aus. Ja, und damit, ey, schau mal, Breitenberg, wir haben dich am Anfang so kennengelernt und wir haben dich so akzeptiert, wie du bist. Oder? Das sind ja, deine. Das stimmt. Jeder hat seine Werkzeuge, um seine Kriege zu gewinnen. Sehr schön, das freut mich, dass ich akzeptiert wurde. Und Sie sind ein guter Mann, das kann ich Ihnen wirklich sagen. Und ich sehe, dass allein dadurch, dass Sie diese Waffe haben, das ist ein Zeugnis von Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz. Das sage ich Ihnen. Ja, und das nehmen wir auch sehr ernst jedes Mal, wenn wir diese Aufgaben bekommen, Breitenberg. Weil nochmal, man kann mehr Schaden als Gutes tun innerhalb von kürzester Zeit und deswegen haben unsere Leute da strikte Vorlagen. Okay, sehr gut. Das Thema mit dem Waffenschrottplatz, damit geht die Ultra Diskret vor, am besten erstmal gar nicht. Wir überlegen uns dazu, was gut ist. Ich möchte nicht, dass das Geschäft gefährdet wird. Und dann müssen wir zuschauen, dass wir noch gemeinsam Autoschieberbanden in die Stadt kriegen. Das wird ein wichtiges Thema sein. Ich habe schon eine vorbereitet, die wird wahrscheinlich bald eintreffen. Sehr schön. Ich kann mal Ignaz anrufen, ich habe einen polnischen Freund aus Hamburg. Ich kann den mal fragen, ob der Bock hat. Der hat eigentlich immer so mit Autos viel Geld verdient. Ignaz, sagt dir das was? Kennst du den? Ja, wie bitte? Ignaz. Der Name kommt mir nicht so bekannt vor. Ignaz Bubi heißt er. Ne, sagt mir leider aktuell nichts. Er ist ganz, ganz bekannt in der Diebstahlszene. Okay. Ja, gut. Dann vielen Dank für das nette Gespräch. Wie gesagt, Breitenberg, auch für Sie, falls Sie Zivilisten haben, vertrauenswürdige Zivilisten, können Sie natürlich auch jederzeit die Keramikpistolen bei uns anfragen. Und diese Info können Sie natürlich auch an auserwählte Personen weitergeben. Ne? Genau so. Danke, Breitenberg, für die Antwort. Gut. Sehr schön. Doch, machen wir auch genau so. So machen wir das. Wunderbar. Alles klar. Gut. Dann Ricardo, Villalobos, mach's gut. Jim, Breitenberg, passt auf euch auf und Frank wird sich bei dir melden, was Preise und Inventory und alles angeht. Wird er sich mit dir in Verbindung setzen? Nee, das klingt ja schon mal gut, Richie. Was darf man? Darf man den Preis für so eine Keramikpistole erfahren? Ja, klar. Den Verkaufspreis? Ja, klar. Wenn man gefragt wird, ne? Ja, klar. Check. Der wäre das? Ja, du darfst nicht erfahren. Klar, ach, Mann. Und du nicht. Er darf ihn erfahren und er wird mit der Info umgehen, wie er das für richtig hält. Ne? Ich glaube, ich kenne den Preis sogar. Wunderbar. Komm, ich sage Ihnen ausnahmsweise, was die Keramikpistole kostet, weil Sie es sind, ja? Dankeschön. Kommen Sie aber näher ran, ich flüstere es Ihnen so. Kommen Sie näher. Für Sie $1. Ja. Adios, machen Sie es gut, schönen Abend euch, hasta luego, Breitenberg, vielen Dank, ne? Danke, danke, ciao, adios, muchachos, danke. Oh mein Gott, der Witchy beißt dein Classic, ne? Die dachte echt, ich sag dir jetzt irgendwas. Grüßt euch, Männers. Guten Tag. Guten Tag. Wer seid ihr von Grace, wenn ich fragen darf, Bruder? Fabio, ich bin Elver. Elver und wer noch?
Wer bist du? Kennen wir uns? Ein Wichser. Mich kennt man nicht. Okay, okay. Oh, da ist doch. Geht ab? Da ist doch Stepan Stepanovic. Wie geht's, mein Lieber? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wunderbar, wunderbar. Nimm Platz, nimm Platz. Stepan. Wo ist Rabbit, Richie? Wie, Rabbit ist nicht da, Stepan, Bruder? Der ist da, Stepan. Eine Sekunde. Meine Leute, ich werd wach. Ich sag, und habt ihr die Waffen Gold von Grace so wie ausgemacht? Nee, haben wir nicht bekommen. Ja, warum denn? Ja, wir sollten bellen. Ich sag, wie bitte? Ja, der Zwölfer von denen wollte, dass wir bellen, damit wir Waffen bekommen. Ja, ich hab so einen Fetisch, Bruder. Was soll ich dir erzählen? Aber was für ein Bellen? Warum sollen meine Leute bellen, um an Waffen zu kommen? Na, aber der Rabbit hat eine Rabbit-Maske an. Weißt du, und wenn der aber schon ein Hase bellt ist, doch nicht. Ja, aber mal was Neues, Richie, ausprobieren. Wir sind ja im Zirkus, so wie wir hier manchmal uns benehmen. Ja, und warum habe ich dann keine Waffen bekommen? Weil der nichts gemacht hat. Also wenn man nicht bellt, kriegt man keine Waffen. Nein, er hätte mir sagen können, okay, er macht 5 Liegestütze. Wenn ich in dieser Stadt... Moment. Wenn ich in dieser Stadt keine Liegestütze mache oder Bälle, krieg ich keine Waffen? Nein, aber dann kriegst du einen besseren Deal. Im Ernst jetzt, war wirklich jetzt. Ja, an dem natürlich. Punkt sind wir, dass man hier ein Hund, dass man, wie viele andere von mir, muss ein Schwanz sein, man muss eierloser Chara-Zwölfer sein, man muss sich wie Köter den Kopf runtermachen, dass man hier Waffen bekommt oder irgendwie einen guten Deal bekommt. Was soll das denn? Wir sind Geschäftsleute, wir haben Geld, wir sind mit euch immer korrekt. Ich rede immer mit dir korrekt, mit Respekt, kein Problem. Ich habe Geld auf der Bank, ich will meine Waffen kaufen. Und dann muss ich hier bellen und muss hier irgendwie Liegestütze machen, damit ich irgendwie bessere Deals bekomme. Und dann sehe ich so 0815 Schwanzfamilien, die da 300-400 Waffen haben, weil die irgendwelche Deals auf den Routen haben. Die kommen nicht mehr klar mit den Waffen, weil sie so viel haben. Ja, also muss man in dieser Stadt ein Lutscher, ein Schwanzlutscher sein, ein Schleimer, ein Kopfruntermacher, damit man hier irgendwie an was kommt. Das kann nicht sein. Aber hast du ein Problem damit, wenn man so ein Ding lutscht, oder du sprichst so aggressiv aus? Nee, ich habe ein Problem damit, wenn meine Leute zu Hunden gemacht werden, damit ich diese Bastardwaffen bekomme. Das macht mich sauer, richtig. Ich habe Geld, ich habe für das Geld gearbeitet, wir haben schon darüber geredet. Und das ist ja auch so eine Sache, wir haben gesprochen, wir beide. Und du hast gesagt, kein Problem, ihr kriegt einen Deal, wir machen das. Der soll zu meinen Leuten gehen. Deal kriegt ihr ja. Ich habe ja gesagt, wenn General da ist, rede ich mit dem General. Ja. Ist ja da. Also nicht so saui sein, Richie. Ein 50-50 Deal kannst du ja jederzeit haben. Und wenn Rabbit da ist und ein paar Liegestütze macht, 60-40. Also ist das wirklich so, dass wenn man ein Hund ist, dass man hier bessere Deals bekommt. Okay, willst du sagen, dass jeder, der Liegestütze jeder, macht, ein Hund ist, pass auf, jeder, der für einen besseren Deal irgendwas gemacht hat, mein Schwanz in seinen Hals rein von diesen Zwölfer und diesen Familien. Jeder, der sich zum Hund gemacht hat, jeder, der irgendwas gemacht hat, um Deal zu bekommen, ich habe seine Schwester in den Arsch gefickt, sagt er. Sagt diesen Zwölfern, ich habe den Arsch gefickt. Jeder, der sich zum Köter gemacht hat, Bruder, ich hab meinen dicken Schwanz mit blonden Haaren, habe ich deren Schwester in den Arsch reingeschoben. An diese Leute, die sich zu Kötern machen hier, in dieser Dreckstadt, Bruder, diese Bastarde, die sich hier klein machen. Ich sag's nur, Bruder. Weil hier gibt's so devote Schwanzzwölfer, die keine Eier in der Hose haben und alles machen würden. Ja, keine Ahnung, wer da deine Deals hat und wer gebellt hat für dich und wer da Liegestütze macht. Oder keine Ahnung, also, was die Leute machen. Wer hat gebellt wie eine Eins? Also der ist auf die Knie gegangen und hat gebellt wie eine Eins, Bruder. Ich schwöre, ne? Bevor ich belle, ich bleib ohne Waffen, ohne gar nichts. Ich gehe Würfelpark, ich schwimme in diesen See nackt, Bruder. Alleine für mich in diesem Whirlpool am Würfelpark, bevor ich irgendwie hier mich einmal zum Dog mache, bevor ich irgendwie was hier besser kriegen muss. Wird nie passieren. Wie gesagt, ich habe Respekt für euch gehabt, immer noch. Ich habe nie was Schlechtes gegen euch gehabt. Ich habe mit dir sogar schon im Voraus gesprochen über den Waffendeal. Du hast gesagt, es geht klar. Und dann höre ich, die Zwölfe hinter Stadt fangen an zu bellen, diese Bastarde. Aber was würdest du sagen, wer sind die schlechtesten Zwölfe der Stadt? Ich scheiß auf die alle. Ich scheiß auf jeden Einzelnen. Guck mal, was ich gelernt habe. Und ich bin seit Tag 1 von Hoffenheim bis hier. Keiner am Ende ist dein Freund. Alle Lügner, Betrüger, Heuchler. Jeder ist nur zu seinem Vorteil hier unterwegs. Und das haben wir schon sehr lange gelernt.
Deswegen. Ich frag mal anders, wer ist der größte Heuchler? Der größte Heuchler? Wessen Schwester würdest du richtig gerne trocken in den Arsch ficken? Dumm ist der. Ist alles okay? Tut mir leid, ich dachte, man hat das nicht. Also, Rich, hast du eine Antwort? Ja, ich bin gerade mein Telefonbuch durchgegangen. Und da ist mir eingefallen, die meisten Schwestern von den 12ern hatte ich schon. Deswegen ist die Auswahl nicht mehr so groß. Und die restlichen, die noch da drin stehen in meinem Telefonbuch, von denen ich die Schwester noch nicht habe, weiß ich leider nicht mal, ob die eine Schwester haben. Also, ich konnte mich nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Oder du hast einfach Angst, deine Meinung zu sagen. Schau mal. Also ich kann dir so sagen. Nein. Guck mal, ich sag dir. Derjenige, vor dem ich Angst habe, okay? Derjenige, vor dem ich Angst habe, also, der ist Mafia noch nicht geboren. Angst vor ihm. Ich sag ja nur. Nein, lass mal, Bruder. Lass doch mal Mafia. Ich mag Mafia. Egal was zwischen uns war, ich mag ihn am Ende. Lass das. Aber nochmal, ich habe vor gar niemand Angst. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass irgendwann irgendeiner meine Eier nehmen kann. Und die lasse ich mir von jemandem nehmen. Das ist meine einzige Angst, die ich besitze. Und solange ich meine Eier noch besitze, ja, habe ich Angst vor gar nichts. So. Verstehe. Vor gar nichts. Und wenn ich dann anfange zu bellen für Waffen, dann habe ich meine Eier abgegeben. Und da habe ich Angst vor. Aber wo ist Rabbit? Der musste leider schlafen. Ich bin jetzt da, ja. Oh, der ist wieder da. Ich hatte Kopfschmerzen. Meine Maske ist hier. Ah, oh, du so ein schöner Junge. Also über den würde ich gerne sogar einen Transferlös zahlen, Richie, dass er zu mir kommt. Bruder, inzwischen, ich sag dir, alles hat seinen Preis. Mach mir Angebot, Bruder. Kein Richtig. Genau dieses Mindset brauche ich, Richie. Mit Musa haben wir schon gut verhandelt. Alter. Alles ist zum Ausverkauf hier gemacht. Alles, ne? Alles, was du siehst im Schaufenster. Genau alles so. Kannst du. Was würdest du sagen, wer ist gerade so der Top-Performer bei euch? Ey, ich, hör mal, das, also ich kann jetzt natürlich jetzt nicht hier so Fitner anfangen, also. Das geht natürlich nicht. Das kann Wie ich jetzt Fitner? Nicht, ja, ich kann doch jetzt nicht hier irgendwelche Namen aussprechen, sag mal. Ich frage ja doch nur einfach, wer immer am besten so, du weißt, Piu Piu Piau macht. Ich bin doch dafür bekannt, die Transfers hier möglich zu machen. Ich habe ja einen All-Star zusammengebaut, weißt du? Ja, klar. Nein. Ist nicht der Dings, ist jetzt Nerd nicht auch bei dir? Ja, Bro. Brooklyn, Nerd. Ja. Das sind doch alles Jungs, die kommen doch von mir. Das sind doch, die kommen aus meiner Schule. Gute Jungs. Gute Mörder. Gute Bananenköpfe. Ich sag dir ehrlich, ich verstehe gar nicht. Also, alle haben mir immer gesagt, die können sich nicht benehmen. Die ist das, bei mir benehmen die sich alle toll. Die können sich benehmen, wenn sie wollen. Das Gute ist, du hast natürlich Druckmittel gegen die in der Hand, dann benehmen die sich wie eine Eins. Bruder, ich sag immer wie bei Fabio, wenn er frech wird, ich mach einfach sein Bankkonto zu. Dann ist einfach doch. Ich sag doch, die benehmen sich wie eine Eins. Aber wie gesagt, Nerd kommt aus meiner Schule. Der war 2 Jahre an meiner Seite. Der hat was auf dem Kasten, der Kleine. Wie alt ist er mittlerweile? Boah, was würdest du sagen? Ich glaube, der war mit 13, 14 ist er aufgetaucht bei uns. Ich weiß gar nicht. Okay, Alper, wie krass. Alt war Nerd, wo du aufgetaucht ist? 13, glaube ich, ja? 13? Ja, der muss ja auch irgendwann mal volljährig werden bald, ne? Ja, nicht mehr lange. Ja. Ein Jährchen, zwei, maximal. Ich spreche kurz leise. Erinnerst du dich noch an ihn? Was sagst du, Bruder? Ich hab's nicht verstanden. Erinnerst du dich noch an Musa? Ja, klar. Musa war zwar nur eine kurze Zeit da, aber der kann auch was, ne? Ja, der kann. Ist geisteskrank. Brooklyn auch. Brooklyn war auch immer super. Ja. Disziplin -5 hat er gehabt früher. Aber Fähigkeiten +10. Aber wie erziehst du die so? Was sind die wichtigsten, so? Was ich gelernt habe bei diesen kleinen Boys, kannst du nicht mit Respektlosigkeit und mit Druck auf die eingehen. Das verstehen die nicht. Die folgen dir nur, wenn die dich mögen. Wenn die dich nicht mögen, folgen die dir nicht. Oder natürlich, du kannst deren Bankkonten sperren. Das ist natürlich, folge ich dir auch, Bruder, ist kein Problem. Aber ansonsten, die kleinen Leute,
die jüngeren Leute, dem musst du Liebe geben, um Respekt zu bekommen. Bei den Älteren geht nur Strenge und Anschreien und Schimpfworte und alles. Na. Schon wieder mal ja, bei mir ist, glaube ich, eine Mischung. Bankkonto muss ich nicht jeden sperren, nur für meinen Bruder, wenn er sich nicht benimmt. Aber der benimmt sich ja Gott sei Dank immer. Ich glaube, bei anderen ist es eine Mischung aus Autorität einfach. Natürlich, Neffe, du warst auch mein kleiner Schatz. Am Ende des Tages, ich schätze dich auch so ein irgendwie. Wenn die ein Problem haben und dich mal nach Rat fragen, stehst du da. 100%. Aber wenn die Geld von mir wollen, verpisst euch alle von mir. Gibt's nix. Hab nix. Ja, ich hab auch nix. Das ist eine Lüge, aber ich sagte, mit Rat bin ich gerne immer da, mit Manpower bin ich da. Wenn irgendeiner von meinen Leuten und ich sag, Bruder zu dir, Probleme haben, kein Problem, meine Fäuste sind all time ready, meine Eier, kein Problem. Solange du kein Geld von mir willst. Aber ich sag dir ehrlich, das mit dem Geld ist ein falsches Mindset und das finde ich gut, was du machst, weil gestern habe ich mit einer Mitgliederin von uns gequatscht, die meinte, ja, wir haben ja so und so viel Geld gemacht in einer Woche. Und ich sag so, genau das ist das Falsche. Auch wenn du 10, 12 Millionen in einer Woche machst, musst du diese 10 oder 2000 Dollar schätzen wie, keine Ahnung. Natürlich. Man muss immer alles schätzen. Aber soll ich ja auch mal was Ehrliches sagen? Und was wirklich mal. Ehrliches. Ich schwöre, bei meiner Ehre, hätte ich die Mittel, ich hätte sogar die Mütter gekauft von diesen kleinen Bastarden. Von jedem. Hätte ich das Geld? Ich schwöre bei Gott, deine Mutter hätte von mir einmal im Monat Umschlag gekriegt, du kleiner Bastard. Die geht einkaufen durch mich. So wäre ich gewesen. Aber ich hab's nicht. Gott wusste schon, warum er mir nicht so. Ja, weil ich dann Scheiße gemacht. Ich hätte die Mütter bezahlt, Vater bezahlt. Ich gehe deinen Sohn bearbeiten im Zimmer, der war frech. Vater kriegt 200 Dinger, tritt den mal da rein in sein Gaming-Stuhl. Ja, okay, Richie. Dann geht auf die Route, die können 50-50 haben mit verarbeiten und dann schauen wir mal. Ich kacke ab, ey. Ich weiß ja, warum ich kein Geld habe, um die Leute zu unterdrücken. Fuck. Ich habe so viele. Ehrlich, hör mal, wenn du Ideen brauchst, ne, Bruder, ich stehe dir beiseite. Ich habe Ideen, Bruder. Pff. Ja, ich glaube, warte einfach Ende der Woche ab. Kein Samstag, Problem. Sonntag. Da Vinci Code, Bruder. Was du willst, kein Problem. Warte einfach Ende der Woche ab, dann wirst du sehen, was wir mit der Stadt machen. Sehr gut. Der Arme, ich bin in Europa, schön fleißig auf die Route verarbeitet. Ich bin in Europa, ich spiele keine P-Mesh. Ich schauen bin von Europa. Wir, wo wir landen. Wunderbar, so machen wir das. General, sonst fragen wir uns jetzt. Rabbit, zieh deine Maske auf. Okay, Bruder, eine Frage haben wir noch, weil unsere Lage, wir haben 30 Pistolen. Können wir eine Lieferung kaufen, Cash, bevor wir auf die Route gehen? Ist da was Pistolen, möglich? Ja. Ja, Pistolen, nur damit wir uns wehren können. How much? Wie viel können wir holen? Wie viel braucht ihr denn? So. 200? 100 Stück? Boah, 100 Stück. Okay, 100 reicht. Ich hab einfach eine Riesenzahl gesagt. Wer hat gezogen, welche Peach? Wer war das? Wer? Der da. Ich. Hier, Darkwing Duck. Alles okay? Ja. Unser Gast hat direkt Angst bekommen, hat sich als Peach beleidigt. Ja, alles gut, ich fühle mich schon. Ich bin die größte Angsthase hier. Ja. Wo ist Rabbit? Alles gut, kein Stress. Ich schon. Das Rabbit. Ja, ey, das ist Waffenhändler, wir kriegen gerade die, wisst ihr, Rabbit ist mein Schutz. Ja, genau. Einfach so mit. Lass mich so sein. Muss sein. Einfach mit. Boah, so schön bist du, Junge. Ah, fast wie ein Adams siehst du aus. Lasst ihn euch anfassen. Ist der zufällig ein Adams? Wie bitte? Ich weiß gar nicht. Rabbit, wie heißt mit Nachnamen Adams? Artisch. Rabbit Artisch. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ja, dann kommen wir mit dem Geld. Wie viel kriegst du, Bruder, für die 100 Waffen? Eine Mio. Eine Mio bringen wir vorbei. Und die Leute können sofort auf die Route, oder? Ja. Wunderbar, die geben ab heute Vollgas. Jalla. Alles danke, klar, okay. Vielen Dank, meine Brüder. Passt auf euch auf. Bring die bitte noch nach draußen. Ciao. So viel Cash, vielleicht mehr als dein Vater. Groupies auf High, als wären wir Nirvana. Gold auf der Chain ist für Brüder, die stramm waren. Glock hier auf mir, ja, das ist keine Uzi. Name ist Cousin, doch will keine Cousis. Du warst zu frech, ja, dann slide ich wie Tusi. Stehst du noch da, wenn eine Kugel dir zufliegt? Ey, stehst du noch da, wenn eine Kugel da war, ey? Stehst du noch da?